Man hätte da vielleicht einen anderen Stoff nehmen sollen. Ja, weil manchmal schiebst du was hin und her, weißt du, und dann sieht das aus, als wenn es nicht schön wäre. Und dann... Finger weg. Ja, ist ja gut. Ich habe da... Bitteschön, die Dame. Einen schönen guten Tag. Ich bin die Heide. Heide freut mich außerordentlich. Ja. Ich bin der Hochse, das ist die Wendler. Ich freue mich auch. Hallo. Ich komme von der Mosel. Von der wunderschönen Mosel. Wow. Kastelkus. Kenn ich. Ja. Ja, klar. Du hast einen schönen Ring mitgebracht. Erzähl mir die Geschichte von dem Ring. Das ist ein Erbstück meiner Mutter. Mhm. Und die ist als Waisin bei ihrer Tante und Onkel in Leipzig aufgewachsen. Mhm. Und er war ein wohlhabender Geschäftsmann dort. Ja. Meine liebe Wendela. Fangen wir mal mit der Schatulle an, aus Rippseide, mit Rippseide bezogen, wunderschön hier, gold geprägt und passt auch sehr gut in die Zeit. Die Schatulle kommt aus Leipzig auch, das passt zu ihrer Geschichte. Und Ernst Treusch war in den 1920er und 30er Jahren einer der führenden Juweliere in Deutschland. Und insofern finde ich es total glaubwürdig, dass dieser Ring auch aus diesem Haus kommt. Es gibt aber keine Punzen, die jetzt das jetzt eindeutig zuordnen. Aber das ist alles insgesamt stimmig. Also es könnte durchaus hier auch die Originalschatulle sein. Mhm. Diese Kombination aus Saphir und Diamant mit der Camoisierung hier, das haben wir natürlich schon häufig gesehen. Aber das hier ist eine ganz besonders schöne Ausführung, wie ich finde. Mhm. Es gibt hier eine doppelte Entourage. Also der Ring hat gleich zwei Heiligenscheine. Der Saphir hat gleich zwei Heiligenscheine in dem Fall. Und der Saphir in der Mitte, ich konnte gar nicht aufhören, ihn anzuschauen, weil erstens die Farbe richtig schön ist. Man kann das hier auf dem dunklen Untergrund gar nicht so gut sehen. Aber der scheint mir auch nicht erhitzt zu sein. Das kann man jetzt leider ohne mikroskopische Untersuchung nicht zu 100% sagen. Ich meine, das hättest du irgendwann schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Ja, ich besorgte ja mit dem Mikroskop. Aber ich habe jetzt wirklich hier unter zehnfacher Vergrößerung Anzeichen gefunden für einen Stein, der nicht mal erhitzt ist. Können wir jetzt nur nicht beweisen. Das ist allerdings durchaus wertsteigernd. Die Farbe ist ganz toll. Es ist wirklich ein sehr schönes Blau. Der Stein wiegt circa 3 Karat und insgesamt finde ich das Ganze sehr ausgewogen. Der Ring ist wohl aus Platin gearbeitet, das passt auch noch in die Zeit. Also es ist wirklich sehr schön. Die Diamanten hier außen, die dürfen zusammen circa 0,60 Karat wiegen und es ist ein sehr, sehr schönes Stück. Dann darf ich dich mal fragen, was möchtest du dafür haben? Ich hatte mal gedacht 400 Euro. 400 Euro. Richtig gedacht? Also sagen wir mal so, der Materialankaufswert fürs Metall, der liegt unter 100 Euro. Okay, dann aber erst noch den Zustand. Und zum Zustand würde ich noch gerne sagen, hier vorne, oder beziehungsweise hier unten an der Schiene, da wurde der Ring mal geändert und da hat der Goldschmied kein ordentliches Material verwendet. Mhm. Das ist kein großer Mangel, aber ich wollte es gerne erwähnen, dass das nicht so schön ist. Ansonsten ist der Ring komplett in einem tollen Zustand und dieser Stein, ich bin mir zu 95% sicher, er ist nicht erhitzt. Mhm. Aber ich kann es hier nicht beweisen. Deswegen muss ich mit meiner Schätzung da vorsichtig sein. Aber diese vorsichtige Schätzung beläuft sich auf circa 2000 Euro. Yes. Yes. Ist das schön? Wahnsinn. Freut mich. Wahnsinn. So, ich nehme dich jetzt schon mal in den Arm. Komm her, mein Kind. Wahnsinn. So. Ne? Richtig freuen tun wir uns erst, wenn es bei den Händlern geklappt hat. Ja. Schön. Nehme ich gerne. Wenn was schief läuft, ich komme da hinten rein und klopp mich für dich. Okay. Sag jetzt rüber. Tschüss, meine Dank. Liebe. Ja, gerne. Tschüss. Das Glück scheint auf Heides Seite. Immerhin ist ihr Erbstück vorsichtig geschätzt. 5-mal mehr wert als erwartet. Guten Tag. Wunderschön. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. So, das gebe ich mal hier ab. Okay. Die Expertise war schon mal gut, wie ich sehe. Wow. An Gesicht. Schon sehr zufrieden. Wow. Ja, bin ich. Mehr als das. Saphir. Ist es ein Saphir? Ja, zu 95%.
Nicht erhitzt, sagt sie. Und der ist auch und schön transparent. Und wir haben hier Platin. Ja. Boah, ist der schön. Und der Pasta. Ja. Die passen die immer. Also Platin und ein großer Saphir mit 3 Karat. Ja, das ist doch super. Mhm. So ungefähr 3 Karat. Ja. Ja. Die so, Farben gefallen mir super. Links? Kann das ist sehr schön. Wow. Ja. Hast du schon alles gesehen? Nein, ich habe noch nichts gesehen. Ich sehe es jetzt. Die Farbe ist ja traumhaft. Ja. Die Farbe ist ja göttlich. Ja. Friedrich, der 1500. Erste. 1500? Ja. 1600. 2000. Schön. 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 2-5. 2-8. 3000. 3200. Ich würde 3500 Euro anbieten. Mhm. Da muss ich doch noch mal meine Brille aufsetzen. Kann ich die noch mal sehen? Danke sehr. Okay. 3.500 Euro ist nicht schlecht, so. 3.6 ist besser. Ja. Richtig. 3.650. 3.7. 3.8. Ich gratuliere dir, Elke. Ich mach nicht mehr weiter. Würden Sie an Elke dieses einmalige Schmuckstück verkaufen wollen? Ja, gerne. Dann sehr kommen gerne. Sie bitte zu mir. Sehr schön. Ja, gern. Tolles Stück. Ja. Tolles Stück, toller Preis. Alles raus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 und 38. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Wunderschönen Dank. Dankeschön. Vielen Dank und viel Freude für den, der es dann weiterträgt. Ja. Schönen Tag haben wir Sie. Danke. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch. Elke, darf ich gleich einmal. Also der ist so bezaubernd und es ist so ausgewogen in der Größe, nicht überlassen. So darf ich dir jetzt einmal in meinem Leben einen Ring anstecken. Mach.